Latias ist ein legendäres Pokémon mit den Typen Drache und Psycho, existiert seit der dritten Spielgeneration, bildet das Gegenstück zu Latios, mit dem es ein Duo bildet, und seit Pokémon X und Y ist es in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu Mega Latias zu vollführen. Das legendäre Pokémon Latias tritt hauptsächlich in den Farben Rot und Weiß auf. Der obere Körper oder der obere Teil des Körpers ist länglich, besteht aus Hals und Kopf und ist weiß. Auf der vorderen Seite des Kopfes sind zwei Augen mit gelber Iris zu sehen. Über und zwischen den Augen wird das Gesicht von einer roten Färbung mit weißem Fleck in der Mitte geschmückt. Auch besitzt das Pokémon zwei spitze Ohren, deren Enden leicht ausgefranst sind. Mittig des Körpers sind zwei kurze weiße Arme mit roten Händen zu erkennen. Darunter befindet sich der rote Unterkörper mit einer blauen Dreiecksmusterung auf der Bauchseite, deren Form parallel zur Grenze der roten zu der weißen Färbung verläuft. Des Weiteren besitzt Latias zwei rote flossenartige Füße auf der Unterseite und zwei rote spitze Flügel auf dem Rücken, welche an die Flügel eines Düsenjets erinnern. Bei Latias Mega-Entwicklung färbt sich der rote Teil des Körpers violett, die Arme und die Flügel vereinen sich zu einem kräftigeren Konstrukt. Die nun größeren, breiteren Flügel sind waagerecht nach links und rechts ausgerichtet und am Ansatz durch einen ovalen Bau verstärkt. Auf diesem befindet sich vorne eine kleine Färbung in Form eines Dreiecks, hinten sind je drei weiße Krallen zu sehen, auch die Füße und Ohren von Latias werden länger, das Gesicht allgemein schmaler, der vorher runde weiße Fleck besitzt nun eine dreieckige Form. Und in der Shiny-Form ist die sonst rote Färbung von Latias gelb, das Muster auf dem Bauch sowie die Iris sind hellgrün und in der Mega-Form ist das Pokémon an den sonst violetten Bereichen grün. Wie die meisten legendären Pokémon ist auch Latias überdurchschnittlich stark, besonders herausstechend sind seine Schnelligkeit und seine Fähigkeit, speziell Attacken abzuwehren, doch neben der defensiven Begabung ist auch die Offensive sehr bemerkenswert. So greift das Pokémon seine Gegner hauptsächlich mit speziellen Attacken des Typs Psycho wie Psychokinese oder Nebelball oder des Typs Drache wie Feuerodem oder Drachenpuls an. Dieses Pokémon ist besonders friedlebend, was es durch einige Statusattacken wie Heilopfer und Heilwoge zum Ausdruck bringt, welche es einsetzt, um andere Pokémon zu heilen. Dabei besitzt die Fähigkeit Schwebe. Diese schützt es vor Attacken des Typs Boden und schädlichen Veränderungen des Untergrunds. Latias ist ein legendäres Pokémon, das in den Sagen der Höhenregion auftaucht. Es ist ein friedlebendes Pokémon, welches Feindseligkeit verabscheut. Dies zeigt sich dadurch, dass es bereits dann, wenn es nur einen Hauch dieser negativen Gefühle bemerkt, schrille Schreie ausstößt und seine Federn zerzausen. Es ist sehr empfindlich gegenüber menschlichen Emotionen und ist durch seine herausragende Intelligenz sogar dazu fähig, ihre Sprache zu verstehen und durch Telepathie mit ihnen zu kommunizieren. Mit seinen gläsernen Daunen ist das Pokémon dazu in der Lage, Licht zu brechen, so seine Gestalt zu ändern und sich unsichtbar zu machen, allerdings bleibt deren Körpertemperatur unverändert. Latias ist unzertrennlich mit seinem Gegenstück Latios verbunden. Taucht ein Exemplar auf, ist sein Gegenstück im Regelfall nicht merklich weit von ihm entfernt. Zudem stehen beide in einem engen Verhältnis zu diversen Item, allen voran ein Stein namens Seelentau. Dieser Stein ist die kristallisierte Form der Lebensessenz von Latias und Latios. Er besitzt die Macht, die in ihnen schlummernden Fähigkeiten zu aktivieren und das heißt sogar, dass diese Pokémon ohne den Stein nicht existieren könnten. Ein solcher Seelentau soll sich auf der Insel im Süden, im äußersten Süden Hönns befinden. Auf diesem winzigen Eiland sind mindestens ein paar von Latias und Latios beheimatet. Diese Pokémon erzeugen einen mysteriösen Schleier um das Eiland und sorgen dafür, dass diese kleine Insel vollkommen von der Außenwelt abgeschottet ist. Menschen können diesen Schleier nämlich aus eigener Kraft nicht passieren. Aus diesem Grund haben die Insel lediglich sehr wenige Menschen jemals betreten. Zudem wissen nur äußerst erfahrene Seeleute, wie man überhaupt Kurs auf diese vermeintlich verlassene Insel nehmen kann. Latias und Latios stehen beide in unmittelbarem Zusammenhang mit den Themen Traum und Erinnerung. So steht beispielsweise im Zentrum der Insel im Süden ein Stein mit der Inschrift »Alle Träume sind nur eine andere Realität, vergiss das nicht«. Beim Betreten der Insel bekommt zudem der Protagonist eine Vision, in der ihm telepathisch mitgeteilt wird, dass diejenigen,
deren Erinnerungen langsam verblassen, die sie in ihrem Herzen bewahren sollen. Aber auch an anderen Orten, die eine starke Nähe zu Träumen und Erinnerungen haben, wie zum Beispiel die Traumbrache in der Einhal-Region, wurden diese beiden Pokémon bereits gesichtet. Beide Pokémon haben sich oft aus Furcht bislang nur sehr wenigen Menschen gezeigt. Sie verhalten sich im Regelfall zunächst bedeckt und beobachten einen Menschen erst lange Zeit, bevor sie sich entscheiden, sich diesem zu offenbaren. Haben sie aber erst einmal Vertrauen zu einem Menschen gefasst, sind sie diesem äußerst loyal. Ein Zeichen dafür ist die legendäre Aeon-Flöte. Wenn ein Mensch rein herzens auf dieser spielt, sollen Latias bzw. Latios zu diesem eilen. Ein besonderer Vertrauensbeweis ist dabei, wenn sie diese Pokémon auf ihren Rücken steigen lassen und mit ihr umherfliegen. Dabei hat Latias wie die meisten legendären Pokémon keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln, hat allerdings seit der 6. Generation mithilfe eines Latias Need eine Mega-Entwicklung. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Bodenattacken durch seine Fähigkeit Schwebe, nimmt halben Schaden gegen Kampf, Feuer, Wasser, Pflanzen, Elektro- und Psycho-Attacken, doppelten Schaden gegen Käfer, Geist, Eis, Drache, Unlicht- und Feuerattacken und der Rest macht normalen Schaden.